Entsetzliche Bilder aus Malaysia. Ein Autofahrer fährt über eine Autobahn, plötzlich ein riesiger Feuerball neben ihm. Ein Privatjet stürzt auf die Fahrbahn, explodiert, trifft Unbeteiligte. 10 Personen verlieren bei dem Inferno ihr Leben. Die verkohlten Wrackteile des Privatflugzeugs liegen über die Autobahn verteilt. Der Jet startet kurz nach 14 Uhr von einem Luxusresort der Ferieninsel Langkawi. An Bord befinden sich 6 Passagiere und 2 Personen Besatzung. Etwa 2 Minuten, bevor das Kleinflugzeug den Flughafen der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur erreicht, bricht der Kontakt zum Tower ab. Nur Sekunden später filmt diese Überwachungskamera den Absturz der Maschine. Das Flugzeug stürzt fast senkrecht auf die Autobahn. Alle 8 Insassen sterben, ebenso ein Motorrad und ein Autofahrer, die von den Trümmern getroffen werden. Die genaue Ursache für den Absturz ist noch unklar. Laut Polizeiangaben haben die Piloten keinen Notruf abgesetzt. Die Ermittlungen laufen.